Ein ganz besonderer Gast, ein ganz besonderer Politiker heute beim landespolitischen Gespräch. Ich begrüße Klaus-Dieter Breitschwert. Grüß Gott. Herr Breitschwert, Sie sind einer der lang gedientesten Abgeordneten im Bayerischen Parlament in der 5. Periode. Sie werden aufhören. Ganz nebenbei sind Sie Präsident des Bayerischen Kfz-Gewerbes, des Kfz-Handwerks, so rum, ist es richtig. Und auch noch ein Medienkenner. Sie sind im Landesmedienrat auch da der dienstälteste Abgeordnete. Also vielfältig unterwegs und insbesondere verantwortlich für den Mittelstand, für das Handwerk. Sie leiten da auch den Parlamentskreis Mittelstand. Wo steht denn das bayerische Handwerk? Es müsste doch eigentlich güldensten Boden aller Zeiten haben. Quasi keine Sorgen. Das bayerische Handwerk ist sehr leistungsfähig. Das ist eine schöne Redensart. Handwerk hat goldenen Boden. Aber das ist sicherlich etwas überzogen. Wir haben einen hohen Wettbewerb. Wir müssen sehr leistungsfähig sein. Wir müssen sehr kundenorientiert sein. Also insoweit ist das schon wichtig. Und die Voraussetzungen sind durch eine gute Konjunktur, vor allem auch im Freistaat Bayern, natürlich in guter Weise gegeben. Aber nicht alles ist Gold, was glänzt. Man sagt ja, der Mittelstand würde wegbrechen in der Gesellschaft. Das sind ja auch potenzielle Auftraggeber für das Handwerk, für das ehrbare, meisterliche Handwerk. Platzen Ihnen da Kunden weg? Es verändert sich natürlich immer wieder. Wir haben vor allem die Probleme auch mit der sogenannten Schwarzarbeit. Das heißt, wo eben ohne Rechnung gearbeitet wird. Und damit fallen natürlich auch Abgaben weg. Das ist ähnlich zu bewerten wie Steuerhinterziehung. Das ist eigentlich der größte Wettbewerb, wenn Sie so wollen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehr darauf achten, dass wir diese Leistungsfähigkeit auch darstellen und auch demonstrieren. Ich selbst vertrete ja das Kfz-Technikerhandwerk. Wir haben etwa 120.000 Beschäftigte im Freistaat Bayern in etwa 10.000 Betrieben. Sie selbst sind auch Chef, Besitzer eines Autohauses. Ich bin Mitgesellschafter mehrerer Kfz-Betriebe. Handwerk, Handel, Dienstleistung im weitesten Sinne, gewissermaßen von Auto bis zur Zulassung, A bis Z. Nun hat das Handwerk trotzdem einige Strukturthemen. Man hört aller Orten, das Handwerk kommt kaum noch an ausbildungsfähigen Nachwuchs. Was meint denn das? Also natürlich wird es durch die demografische Entwicklung wesentlich schwieriger, als das früher schon der Fall gewesen ist. Das heißt, wir haben weniger Nachwuchs, als früher der Fall waren. Also im spezifischen Fall des Kfz-Gewerbes kann ich das jetzt nur bedingt bestätigen. Wir haben auch in den genannten Zahlen etwa 16.000 Ausbildungsplätze. Das haben wir schon stabil seit einigen Jahren. Da ist noch nichts in größerem Umfang weggebrochen. Aber auch hier gilt natürlich, die Leistungsfähigkeit herauszustellen. Und wir haben natürlich einen Ausbildungsberuf, der sehr gefragt ist. Sie gehen schon auf Abiturientenjagd, weil der Mechatroniker sehr hochanspruchsvoll ist? Ja, wir haben auch Abi und Auto. Es gibt da viele Varianten, aber der größte Teil kommt natürlich von der Hauptschule her oder auch von der Mittelschule jetzt. Vielleicht auch mit dem mittleren Bildungsabschluss, aber das ist ja nicht die Voraussetzung. Welche Gewerke haben denn überhaupt Probleme, Nachwuchs zu finden? Naja, es ist im Bau oder bei Metzgern oder in anderen Bereichen, Bäckern, da ist es natürlich schon schwieriger geworden, Nachwuchs zu bekommen. Aber unsere Organisationen müssen dafür werben und sich darum bemühen. Und ich meine, das ist nach wie vor noch ganz positiv. Sie machen sehr viele Girls' Days, also Sie suchen auch die junge Frau im Handwerk? Die haben natürlich sich die, das wäre vor 30, 40 Jahren nicht denkbar gewesen. Heute sind die Arbeiten ja leichter. Das ist ja auch vergleichbar mit einer Fabrikation, nur eben nicht, nur etwas halt einfacher, anders und nicht so systematischer. Also bei uns sind die Ausbildungsplätze deswegen auch gefragter, das muss man zugeben, als in einer Produktion oder an einem Fließband oder Ähnlichem. Besteht das Handwerk zum Mindestlohn? Das ist bei uns kein Thema, weil bei uns niemand unter den Mindestlohn fällt. Der berühmte deutsche Handwerksmeister ist ja EU-weit unter Beschuss. Das ist eine Bastion, die es zu verteidigen gilt. Glauben Sie, Sie können den Meister noch halten in den nächsten Jahren? Also europaweit ist das System ja nicht ganz vergleichbar. Ich bin der festen Überzeugung, dass das aber gut ist, dieses System. Denn überall, wo wir den großen Befähigungsnachweis nach wie vor haben, wird ausgebildet,
dann ist dann keine Arbeitslosigkeit. Wo wir das nicht haben, haben wir eine ganz hohe Jugendarbeitslosigkeit. Schauen Sie nach Spanien, nach Frankreich, nach Italien, mit uns überhaupt nicht vergleichbar. Die haben ein Vielfaches von dem, was bei uns der Fall ist. Bei uns ist durchschnittlich, das sind bestenfalls 2-3%, die keine Ausbildung bekommen. Und wir haben auch im Tarifvereinbarungen, dass wir praktisch, wenn jemand einen ordentlichen Abschluss hat, wir auch die Leute alle übernehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Die Leute wissen, dass sie dann nach dem Ausbildung, nach der Gesellenprüfung, nach der Gehilfenprüfung auch von ihrem Arbeitgeber übernommen werden. Das ist eine Garantie, die gibt wer und seit wann ist denn das? Also wir haben mit der Gewerkschaft IG Metall zum Beispiel für die tarifgebundenen Betriebe eine solche Vereinbarung getroffen, mit gewissen natürlich Möglichkeiten, das auch zu ändern. Aber da muss man nicht in Sorge sein. Es ist Nachwuchs gefragt. Wir brauchen Fachkräfte. Und wie gesagt, durch die demografische Entwicklung ist es eher schlechter geworden. Chef des Handwerks, der Mittelstandspolitik zu sein in Bayern, stelle ich mir sehr nobel vor. Und die richtigen Probleme haben Sie ja gar nicht, die im Land, im Bundesgebiet herrschen. Aber Sie haben trotzdem Probleme mit der Zahlungsmoral und da ausgerechnet von kommunalen Auftraggebern. Wo ist denn da das Problem? Ja, natürlich der kommunale Auftraggeber, das ist dann das Problem in der Prüfung. Das beginnt bei dem begleitenden Ingenieur oder Architekten, dann natürlich über die kommunalen Verwaltungsstellen. Ich bin selbst lange Jahrzehnte in der Kommunalpolitik tätig. Ich kenne das. Ob man das Problem lösen kann, das weiß ich nicht. Also da muss man noch mit einer gewissen Frist rechnen. Und das ist für das Handwerk natürlich schon ein Thema. Zahlungsmoral insgesamt ist ein Thema, das gilt aber auch für Privatkunden. Also das ist der Ausblick in die Zukunft. Gerade die bayerischen Kommunen, denen geht es ja nun auch nicht so rosig stellenweise. Ich bedanke mich fürs Dasein, bedanke mich für die Teilnahme an unserem landespolitischen Gespräch. Das war Klaus-Dieter Breitschwert, der Mann des Mittelstands, der Mann des Handwerks in der bayerischen Politik der CSU-Fraktion. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.